Wir kennen als FES Regensburg Erika Rosenbeek sehr gut, weil wir zusammen die Ausstellung entworfen haben zu Emilie und Oskar Schindler. Das ist auch ein sehr spannendes Thema, um das es aber heute Abend nicht geht. Genau, ich möchte Sie einladen, bitte Ihre Fragen zu stellen. Sie haben schon gehört, den Chat zu nutzen. Da werde ich später dann auch noch mal was dazu sagen. Aber die nächste Dreiviertelstunde oder gute Dreiviertelstunde werden wir Erika Rosenbeek lauschen. Ich freue mich sehr auf den Vortrag heute Abend. Bitte, Erika. Dankeschön. Einen wunderschönen Jetzt müssen wir die, Entschuldigung, Erika Rosenbeek ist jetzt auch stumm geschaltet. Erika, man konnte dich jetzt nicht mehr hören. Hallo? Ja, jetzt. Ja. Einen wunderschönen guten Abend bei euch, also bei uns hier, also ganz im Süden des Südens, ist es noch hell. Wir haben also jetzt 2:50 nachmittags, also kurz also nachmittags. Und es regnet draußen. Und deswegen vorhin habe ich gesagt, also wir haben heute tatsächlich intellektuelles Wetter. Denn also man sitzt zu Hause ganz also gerne, man verpasst also außerhalb nichts, also keine Sonne, also nicht den Sommer, gar nicht. Also es regnet einfach draußen. Und aber auf jeden Fall freue ich mich also riesig auf die Veranstaltung von heute. Und bevor ich ja schon damit anfange, dann also möchte ich mich also bei allen nochmal recht herzlich bedanken, also für diese Loyalität. Also wir sind schon fast einen Monat zusammen, jeden Dienstag. Ja, und ich sehe also 42 Teilnehmer, also loyal und treu, also unpündlich. Nochmal herzlichen Dank. Ich habe also wirklich eine große Freude und es ist ja mir eine große Ehre, dass es so ist. Ja, und dass also ich mich von so ganz weit weg äußern darf. Heute werden wir uns also weiterhin befassen damit, also mit diesem Phänomen Perón Evita, also diese Nazi-Geschichte hinter dem Musical und also warum eigentlich hier in Argentinien also noch dieser Peronismus existiert. Es ist tatsächlich ein Phänomen. Es ist ein Phänomen, das also keiner Mensch richtig begreifen kann. Denn also wenn ich ja zum Beispiel Peronismus bezeichnen sollte, das ist doch keine Partei. Es ist ja eher eine populistische Bewegung. Und wie wir schon in dem letzten Webinar gesprochen haben, also eine populistische Bewegung, da gab es nämlich historisch zwei. Peronismus und Pujadismus. Pierre Bouchard, also auch in Frankreich, also unter anderen Umständen, hat also auch diese Art also Bewegung entwickelt, aber hatte ganz anders also angefangen als also Perón. Und es war auch eine ganz andere Zeit. Ich hatte gedacht in meinem Leben, nachdem ich ja so vieles erlebt habe, erfahren habe, in puncto also Politik, also dass der Populismus nie wieder zurückkäme. Aber es war ein Irrtum von mir, denn ich sehe immer wieder, wie also mal rechts, mal links, also es ist immer Populismus da. Interessant ist es ja, also bei diesem Credo von Perón haben wir schon beim also ersten Teil des Seminars gesagt, der hat also gesagt, Perón, unsere Bewegung, unsere Partei oder unsere, also, sagen wir, Kosmovision basiert also auf nicht mal Kapitalismus, nicht mal Kommunismus, denn wir sind Antikapitalisten, wir sind Antikommunisten, also, denn weil alle Sektierer sind, wir sind ja so auch nicht in der Mitte, also das heißt, wir sind weder noch. Wir richten uns nach den Umständen. Mal rechts, mal links, mal zur Mitte. Ja?
Und das ist das Phänomen. Weil also man kann also nicht sagen, Peronismus ist eine Partei. Also ich glaube es nicht. Es ist ja nämlich also eine Bewegung, dass also Perón sehr begabt, intelligent war und er wusste also wirklich diese Bewegung zu bilden und also und zu formen. Also das wirklich, es ist ja mal wirklich Chapeau. Ne? Es ist ihm gelungen bis zu einem gewissen Punkt. Bis 1955. Aber so weit sind wir noch nicht. Wir werden uns befassen mit diesem Teil der Geschichte im letzten Webinar. Jetzt möchte ich einen kurzen Überblick oder eine kurze Zusammenfassung schildern, was wir bis jetzt gemacht haben. Wir haben also in den letzten Webinar für die Zugestiegenen, also wie mal also immer also bei der Bahn in Deutschland sagt also bitte, also ist jemand zugestiegen. Für die Zugestiegenen also diese kurze Zusammenfassung. Wir haben also erzählt und wir haben gesprochen, also nicht nur über Populismus, wir haben also auch also über, also die sagen wir, diese Umwandlung von Perón, also der ist ja entstanden praktisch aus dem Nichts, der war mit seiner Vergangenheit also laut, also nur so mal ein Oberst, also bei der Militär. Und also dann plötzlich, da profilierte er sich immer mehr zusammen mit einer Gruppe der Militär, die also bejubelten und bewunderten also Diktatoren in Europa. Das war die Zeit von Benito Mussolini, von Adolf Hitler und also auch die Anfänge von Franco. Und diese Gruppe, also hieß ja Grupo de Oficiales Unidos. Ja, das waren also mal so GOU. Und dann selbstverständlich hier in Lateinamerika gab es ja verschiedene Diktaturen, nicht nur in Argentinien, aber in Argentinien in der Hinsicht, es ist ja dieses Phänomen geschehen, was in anderen lateinamerikanischen Ländern nicht so ganz. Interessant ist, dass also Perón hat also mal die Lage ausgenutzt und ist ja mal also bei einer Diktatur, also bei der Diktatur des General Farrell, der ist also beinahe an die Macht gekommen. Also im Hintergrund, der war nur Arbeits- und Wohlfahrtsminister, aber auch Kriegsminister und Vizepräsident. Das heißt also alles in einem. Ja, der hat also hinter dem Präsident Farrell, der war ein General, also die ganzen Fehler gemeistert und hat alles bewegt. Ja, aber es, das hat also mal viele Militären also nicht also wirklich gut gefallen und er ist seinem Amt enthoben worden. Und also dann sollte er ins Gefängnis, aber es ist ihm gelungen zu flüchten, zusammen mit Evita. Also Evita hatte er also ein Jahr vorher kennengelernt. Und die waren schon zusammen. Das haben wir mal also, im letzten Webinar erzählt. Sie haben sich beide versteckt in dem Haus eines Freundes, also ein Nazi namens Ludwig Freude. Wer war diese? Das sind ja die ersten Verknüpfungen so mit den Nazis. Und das war schon also, Mai 1946. Danach, also ich, alles, was ich jetzt so erzähle, werde ich ja so mal noch mal teilweise zeigen, also mit den Folien. Aber das ist, was wir bis jetzt gemacht haben. Und dann hat sich versteckt, also dieser Mann, also war wirklich sehr mächtig. Er war also der Direktor des Deutschen Transatlantischen Bank, also auch des Deutschen Club, also in Buenos Aires, also auch also vielen deutschen Firmen. Ja, und also mal Holzhändler. Und als Holzhändler
Und also sehr reich, hat er sich Geld, also Entschuldigung, mit viel Geld, also Holz aus Deutschland, hat er sich importieren lassen. Und mit diesem Holz hat er ein tolles Bungalow auf einer Insel in der Tigra-Delta errichten lassen. Ja, und also in diesem Bungalow versteckte sich Perón zusammen mit Evita. Ja, und interessant, es ist ja, was danach kam. Also ich habe schon gezeigt, die Fotos von also voriger Woche, also von der Insel, was so also aus dieser, sagen wir, dieser Bungalow existiert schon gar nicht mehr. Aber interessant, es ist ja überhaupt also die Disposition der Insel. Ja, ich bin also hingefahren, also mit dem Boot dann, und da habe ich also mal ein paar Fotos gemacht. Bis zu diesem Zeitpunkt sind wir gekommen, und also das ist der Anfang, also diese Connection mal zu der Radellinie. Ja, jetzt also dann, warum ausgerechnet Perón mit dieser, sagen wir, mit dieser Gesinnung? Das werden wir im Laufe des Webinars erfahren. Ja, wir haben also mal dieses erste Foto, Perón in der Mitte und also umgeben, also wirklich von vielen, also mal Prominente aus der Zeit. Um Peronismus zu definieren, also kann man das also noch durchlesen oder ist zu klein, die Schrift? Kann man gut lesen, würde ich sagen. Okay, okay. Also dann brauche ich nicht vorzulesen, Eva. Dankeschön. Ich habe versucht, also Parallele zu ziehen. Zwischen Perón und Hitler. Also man wird sich denken, es ist ja so ein weiter Weg dazwischen. Aber ich meine bei Populismus und also auch also mal als Diktatur eben nicht. Denn also schließlich, Perón hat sich ja so mal vieles bedient, selbst ja so von Hitler und von diesem Nazi-Regime. Ja? Interessant ist das Abzeichen des Justizialismus. Was heute viele Menschen tragen sowas noch. Denn es gibt ja so viele Peronisten. Die argentinische Gesellschaft, es ist ja gespaltet. Nur, dass also mal dieser Peronismus, dieser Justizialismus, Justizialismus bedeutet Gerechtigkeit, es ist ja gar nicht die richtige Bezeichnung. Wir haben also hier, werde ich versuchen, also ein bisschen zu also erklären. Also hier, es ist ja gemeint, hier oben die Sonne. Die Sonnenstrahlen beleuchten die Bewegung, die populistische Bewegung. Und das ist ja so eher, wie soll ich das sagen, ein populistisches Epo. Ja, Epos. Und also dann haben also wir hier, es ist ja die Gerechtigkeit, diese also mal griechische also Mütze, rot, die Gerechtigkeit, die Freiheit und das sind ja die Rechte der Arbeiter. Also hier links haben wir das Auge, das große Auge des Volkes, das alles sieht und kontrolliert. Also hier rechts Lorbeeren, ein Zeichen des Sieges, Gloria und Victoria, ja, für die alten Kaiser, also auch in Rom. Und dann haben wir hier diese roten Modulen, also kleine, also da bedeuten nämlich das Föderative oder also der föderative Populismus. Ja, dann haben wir hier die Hände, das ist ja die
die nationale Einheit der Arbeiter, der Arbeiterklasse. Und dann also mal hellblau und weiß sind die Farben der argentinischen Flagge. Ja? Okay, machen wir weiter. Also wie hat also dieses Regime versucht, also sich ja mal in also mal Unbewussten der Menschen, also sich wirklich also reinzustecken. Es ist interessant. Wir haben angefangen, also schon mit den Kindern. Und also hier, also das werde ich übersetzen, das sind Schulbücher. Also meine Schwester und ich, also lieben Mama und Papa, Perón und Evita, zum Beispiel. Und dann, das Mädchen spielt mit einer Puppe, also es ist ein Geschenk von Evita. Das ist ja das schönste Geschenk überhaupt, was das Mädchen hat. Und so, also dann, Mama und Papa lieben uns, Perón und Evita. Nee, Entschuldigung, Mama und Papa lieben mich, Perón und Evita lieben uns. Und das war wie ein Drill. Jeden Tag, jeden Tag. Und hier geht es weiter. Evita schaut auf das Mädchen, Perón liebt die Kinder, mein Opa ist Rentner, dank Eva Perón. Ja, so war es jeden Tag an der Schule. Jeden Tag. Ne? Also ich kann mich nicht daran erinnern, weil also ich also 51 geboren bin, aber ich kenne viele also Zeitgenossen, die haben gesagt, wir mussten also mit diesen Schulbüchern noch lernen. Nächste Folie. Und interessant ist es ja diese Rede von Perón am 4. Juni 1946. Also, ich habe vorhin auch erwähnt, dann Perón, der hatte sich ja auf der Insel Ostende versteckt, dann also bei Ludwig Freude, also zusammen mit Evita. Und also dann, der ist abgeholt worden, man hat ihn auswendig gemacht und der landete tatsächlich also im Gefängnis auf der Insel Martin Garcia. Aber dann also kamen massive Kundgebungen, die förderten seine Freilassung. Und er wurde freigelassen. Also 5 Tage später hat er Evita kirchlich in La Plata, in der Kathedrale La Plata, geheiratet. Und dann, also er gewann mit 52% die Wahlen. Und am 4. Juni 1946, also kam er, also das war die erste Amtszeit, an die Macht. Ja, interessant ist es ja, was er also hier schreibt. Er interpretierte die kollektive Bewegung als Wiedergeburt eines Bewusstseins der Arbeiter und also der armen Menschen. Damit hat er angefangen, seine Rede. Ja? Ich habe nur einen Teil übersetzt. Man brauchte nicht mehr, denke ich mir. Und jetzt haben wir um Perón-Politik besser zu verstehen, also nicht nur von Perón, sondern also von vielen Militär aus der Zeit. Das war der starke Einfluss der preußischen Tradition. Denn Ende 1890, also dann traf also die Entscheidung, die Armee, nämlich also auch die ganze Struktur also mal umzuändern. Und sie fanden als Vorbild also eigentlich Deutschland. Aber das ist nicht nur in also Argentinien geschehen, sondern in anderen lateinamerikanischen Ländern auch. Auch Chile, also auch teilweise, ich glaube, also Paraguay auf jeden Fall und
also auch andere lateinamerikanische Länder. Nicht wahr? Und warum? Weshalb? Argentinien versprach sich, also zur Führungsmacht Südamerikas aufzusteigen. Also wenn er hatte mal den Blick immer gerichtet, also nach Deutschland, mit dieser also riesigen Wehrmacht, also mit dieser also wirklich martialische Struktur. Das war der eine Grund. Der zweite Grund war also dieser so stark politische Nationalismus. Ich habe also hier aus dem Kriegsmuseum ein interessantes Foto rausgenommen. Das sind ja zwei argentinische Soldaten. Es gibt überhaupt also keinen Unterschied zwischen also mal den Uniformen also von den Deutschen und Argentiniern. Wenn ich also nicht gesagt hätte, man hätte gedacht wahrscheinlich oder nicht. Das, also, na, das sind zwei deutsche Soldaten. Nicht wahr? Jetzt haben wir mal die Gründe, warum Argentinien Deutschland den Krieg erstmal Ende März 1945 also auch erklärt. Denn bis zu diesem Zeitpunkt, also dann zeigte eine gewisse Neutralität. Aber ja, einerseits die Militär waren also tendierten für diese Neutralität, das war überhaupt keine Neutralität, also die hatten Sympathie mit also Achsenmächte. Ja, also einmal Italien, aber danach nicht mehr Italien, sondern ja, Deutschland und Japan. Gezwungen 1944, also durch Brasilien und auch USA, also die fassen den Entschluss, Deutschland den Krieg Ende März 1945 zu erklären. Nicht wahr? Und also ich habe also auch hier rechts, also en guerra con el eje, also mal, das ist ja so im Krieg, also mit der Achse, nicht wahr? 1945. Aber es ist ja schon, Entschuldigung, denke ich mir auf jeden Fall, das zeigt uns ganz deutlich und klar, also wie die Tendenz in diesem Land gewesen war. Nicht wahr? Wenn also zum Beispiel Brasilien 3000 Soldaten also nach Europa schickten und die sind alle gefallen, die Brasilianer sind alle gefallen, die waren überhaupt also nicht für einen Krieg vorbereitet. Aber Brasilien hat den guten Willen gezeigt, also die Soldaten hinzuschicken. Also Argentinien hat genau das Gegenteil gemacht. Weil das sind die sind ja so 1900, also 40, 41, viele Nazis hier rübergekommen und haben also bei vielen deutschen Familien also die Jungen rekrutiert und nach Deutschland mitgenommen. Die wurden eingezogen. Es war ein Zwang. Da sehen wir mal also die Unterschiede. Also, Frau Nagler, kann man also die kleine Schrift lesen? Ja, ich denke, das kann man schon noch lesen, ja. Aber im Grunde genommen ist es, was ich ja so schon gesagt habe. Also dann machen wir weiter mit der nächsten Folie. Dann also die erste Amtszeit 1946 also bis also 51. Das war also für Argentinien, also für Perón besser gesagt, also eine goldene Zeit. Warum? Also die heimische Industrie wuchs. Also Europa war ausgeblutet. Kamen viele also Einwanderer, die mussten arbeiten, nicht wahr? Und also Argentinien war immer ein Agrarland und also da konnte schon also viel exportieren, ja? Und dann tauchten auf Perón und Evita als Arbeits- und Sozialreformer. Ich glaube, für jede Situation, politische Situation, gibt es einen richtigen Moment und also auch eine richtige Person.
ob also mal richtig, richtig ist, also das ist nicht das Wort, aber ich meine, da kann man so gerade richtig, also für Verona, also die ganze Situation, also vom Kriegsende. Woran lag der Erfolg von Perón? Warum hypnotisierte er die Massen? Tatsächlich, der also hatte eine besondere Anziehungskraft bei allen seinen Reden. Und die Masse fühlte sich also wie gebannt, nicht wahr? Er hatte ja niemals gelernt. Evita war seine treueste, loyalste und intelligenteste Schülerin. Sie hat von ihm absolut alles gelernt. Und also dann lesen wir mal kurz, mal die verschiedenen Punkte. Aber meines Erachtens, ich sage, Perón so intelligent begabt und also auch strategisch gewesen war, ohne Evita hätte er auch nicht vieles erreichen können. Denn Perón wäre ohne Evita ein Messer ohne Klinge gewesen. Habe ich also auch geschrieben. Und hier also mal die Bezeichnung von Hypnose. Und da stimmt es also auch. Ich befasse mich mit dem Thema Perón schon mit diesem Phänomen seit vielen Jahren. Das interessiert mich. Also nicht nur aus der Sache der politischen Hinsicht, sondern also auch überhaupt als Sozialbewegungen, kollektive Bewegung, nicht? Diese riesige Massenkundgebungen und dieser Austausch mit dem Volk. Alle haben eigentlich gehorcht, was Perón und Evita gesagt haben. Ja, die waren wirkliche Untertaner, wie in einer Monarchie, sagen wir, wahrscheinlich 18., 19. Jahrhundert. Ja, da setzt er die Masse wirklich in Trance. Evita in ihrer Rolle. Ja, heute also wäre es möglich, wahrscheinlich also bei einem jetzt in dem Moment nicht, aber bei einem Live-Konzert oder so, also von Rockers oder klassische Musik, aber ich meine so politisch, das bedeutet schon viel. Bei allen Kundgebungen am Maiplatz, also da ist das Regierungshaus, nicht wahr? Und also das Regierungshaus befindet sich also vor dem Plaza de Mayo, vor dem Maiplatz. Wir haben rechts also mal die Kathedrale von Buenos Aires, davor das Cabildo, das ist das alte, das erste Rathaus, also auf der Seite der Spanier, und da links haben wir andere Gebäude. Aber das heißt also mal, die Kundgebungen fanden dort statt. Ja? Und also immer mit musikalischer Einrahmung, mit der Marcha Peronista, Hymne der peronistischen Bewegung. Aber jetzt ist interessant, also ich als Historikerin frage ich mich immer, was passiert in einem anderen Land, wenn hier etwas auch passiert? Weil also die Geschichte, Geschichte ist nicht etwas autarktisch. Die Geschichte also verbindet sich über, also mal in der ganzen Welt. Irgendwie also mal eine Tatsache, Fakten sind verbunden mit anderen. Ja. Also wenn Argentinien Perón an die Macht kam und also auch hypnotisierte die Masse und also versuchten andersrum Kriegsverbrecher
aus Europa zu flüchten. Und dann also durch die Radenlinien. Der Name Radenlinie, also es ist selbstverständlich also erwähnt oder genannt oder bezeichnet, also von den Amerikanern. Die haben gesagt Radlines. Nicht wahr? Weil also das war also eine Flucht, also Linie, also der Kriegsverbrecher. Also die wollten unbedingt Europa kurz vor Kriegsende, viele, und also andere nach dem Kriegsende Europa verlassen. Sie wollten also dem Nürnberger Prozess entgehen, waren manche also wirklich also wichtige also Führer also in der Partei und so weiter und so fort. Ich habe also hier also auch geschrieben, die Radenlinien und die Klosterrouten. Eigentlich teilte sich in zwei oder besser gesagt in drei. Denn also eine Linie, da es war also die Flucht von, sagen wir, Deutschland, Österreich, Südtirol, Italien und also dann Rom und Genua. Ja? Und dann direkt also mit dem Schiff nach, hauptsächlich nach Argentinien. Und dann also mal wahrscheinlich also die eine also nach Paraguay oder nach Bolivien oder also nach Chile, aber auf jeden Fall nach Argentinien. Und die andere, das war die Klosterroute. Warum die Klosterroute? Weil also die Klosterroute waren also diese Kriegsverbrecher, die haben sich also mal verkleidet als Mönchen und untertauchten in Spanien. Also unterstützt also durch Franco und als Priester, als Mönchen von Spanien aus, manchmal von Cádiz oder also andere Häfen, die sind ja schon direkt nach Südamerika gefahren. Ja, ja, ich habe also hier auch eine kleine Karte. Das ist, ja, das ist die kleine Karte. Das ist geografisch die Radenlinie, nicht die Klosterlinie, nicht? Aber Entschuldigung, ich glaube, die andere war die nächste Folie. Ja, hier, die Akteure. Es gab also mal zwei wichtige Akteure. Einerseits Alois Hudal. Wer war er? Ein österreichischer katholischer Theologe. Er war Rektor in Rom, eines also deutschen Priester-College, Santa Maria dell'Anima, und also auch ein Fluchthelfer von Nationalsozialisten. Und der von der anderen Seite, der war Ante Pavelić, der also aus Kroatien zwischen 1941 und 1945 faschistischer Diktator des unabhängigen Staates Kroatien und selbstverständlich Kollaborateur und also auch eine Art, sagen wir, Vasallenstaat, also von dem Dritten Reich. Und er flüchtete zusammen mit anderen nach Argentinien. Und ich weiß es nicht, ob ich, aber etwas fällt hier. Ja, hier, das habe ich also gewusst. Evita und die argentinischen Reisepässe für die Mitglieder der Ustascha. Diese Ante Pavelić bildete also auch eine Bewegung unter dem Namen Ustascha. Die waren also mal reiner Faschisten, ja. Und die ersten Verbindungen zwischen Evita und den Ustascha, also eigentlich Ante Pavelić, also entstanden in Rom im Jahr 1947.
Jetzt haben wir mal die zwei Bilder, Bischof Alois Houdal und also rechts Ante Pavelić. Also dieser Ante Pavelić hat also hinter sich eine schreckliche Biografie. Da war wirklich also nicht nur ein Kriegsverbrecher, er war ein Mörder. Also der hat also Kinder also umgebracht, hat also Menschen also Augen rausgezogen, rausgenommen, also Menschen gequält. Also wirklich eine schreckliche Geschichte hinter sich. Und er war hier in Argentinien. Aber warum war Eva Perón zu Besuch in Europa 1947? Und was wollte die Evita in der Schweiz machen? Vor allem also Konten eröffnen. Denn die Nazis, als sie so mal hierher gekommen sind, also weil Perón war also kein also, Wohltäter und er hat also mal alle diese Nazis mit offenen Armen empfangen, aber also nur wegen Geld. Nicht wahr? Aber dann also mal eine Zeit danach, also mal, das war ein Jahr nach seiner Amtszeit, dann oder während der Amtszeit, also dann, das wurde herumgesprochen in Europa, ja, das war also auch eine faschistische Regierung. Und also mal, um also dieses Image ein bisschen umzuändern, kam also Eva Perón, gestattete diesen Besuch in Europa. Aber es war interessant, also sie besuchte diese Länder, Franco in Spanien, Frankreich, das gespaltete Italien und die Schweiz, um die Konten zu eröffnen. In Frankreich hatte sie das große Glück, empfangen zu werden von dem damaligen Erzbischof Roncalli, der war also in Notre-Dame, also in Paris, und er selbst hatte das Leben von 100.000 Juden in Istanbul zwischen 1940 und 1944, also das Leben gerettet. Wie hat er das Leben gerettet? Mit gefälschten Taufscheinen. Denn die verfolgten Juden dann zogen immer in Richtung Türkei, denn sie wollten nach Palästina. Palästina war zu diesem Zeitpunkt britisches Mandat. Und dann, es war also mal vielen möglich, irgendwie ein Visum zu bekommen und also mal Europa verlassen zu können. Und also er hat die Situation sofort verstanden und hat diesen Menschen also wirklich geholfen. Mit also gefälschten Taufscheine. Und er hat gesagt, also wir mal, also danach, nach dem Krieg, wenn alles vorübergeht, also weiter in der, sagen wir, in der katholischen Konfession bleiben will, ist herzlich willkommen. Aber wer schon zurück zum, also Judentum gehen will, ist frei zu machen, was er will. Ja? Also der Anfang in Italien von Evita war also halb glücklich, halb unglücklich, weil also die Gesellschaft gespaltet war, also die Hälfte war also nochmal also mit dieser Idee also von Verachtung also an Mussolini, nicht wahr, also als Faschisten, und also mal die andere also haben ihn noch bejubelt. Und alle wussten selbstverständlich, dass Argentinien zu der Zeit also auch diese gewisse Neutralität zeigte, also für das Dritte Reich. Hm?
Und deswegen, also die haben also den Besuch von Evita viele völlig abgelehnt. Interessant ist ja mal dieser Teil, denn Evita hatte sich ja wirklich von einer Audienz mit also Papst Pius XII viel also versprochen, selbst viel versprochen. Sie wollte ausgezeichnet werden mit also einer päpstlichen Auszeichnung als päpstliche Marquise. Und was hatte sie vorher gemacht? Sie erkundigte sich, in Argentinien gab es zwei also Frauen, die wirklich also viel geleistet hatten für die Wohltätigkeit also im Lande. Also eine sehr reiche also Frau, also der also Oligarchie, Maria Unzué de Alvear. Und also auch die andere, Adela Maria Aloha. Und also, die ist ja mal, die hat also die zwei Frauen besucht, also mal getrennt und hat sich erkundigt, wie die Frauen also wirklich diese Auszeichnung vom Papst bekommen hatte. Also die beiden haben ihr, also die Adela hat also ihr mehr also erklärt, als also die Frau, also die Alvear. Die mochte also die Evita überhaupt nicht. Und also dann zum Schluss, Evita marschierte nach Europa und sehr enttäuscht also war, als der Papst also ihr nur eine, sagen wir, einen Rosenkranz gab und eine Medaille und keine Auszeichnung, doch eine Auszeichnung aber für Perón. Warum hat also mal die Kirche tatsächlich die Evita abgelehnt gehabt? Die haben also ein bisschen recherchiert, die haben nachgehakt, also und die Vergangenheit von Evita war also gewiss, also mit einer gewissen Promiskuität. Und deswegen also, die wollten es überhaupt also sie nicht also auszeichnen. Das ist ja der wahre Grund. Ja, außerdem in Europa versuchte Eva Perón also Gelder einzusammeln für ihre Stiftung, Fundación Eva Perón, aber erfolglos. Ne? Aber, und da kommt also das Interessanteste in Rom, also traf sich also mit Mitgliedern also dieser Ustascha-Gruppe und da versprach sie mal argentinische also Reisepässe. Ich habe mich tausendmal gefragt, was diese Eva Perón eigentlich als Frau gewesen war. Nicht wahr? Nicht nur also als Politikerin, weil was hat sie dazu getrieben, so viel vom Leben zu verlangen, also so viel mal hochzusteigen. Was war in ihr innen drin? Also was bewegte also eigentlich diese Leidenschaft? Hatte also mal unwahrscheinlich viel Selbstbewusstsein und sie sagte sogar, ich komme zurück und ich werde Millionen. Volveré y seré millones. Nicht wahr? Die Zeit als Zeuge. Also bei meinen Recherchen habe ich also auch etwas Interessantes ausfindig gemacht. Im Jahr 2017 wurde ein Nazi-Schatz ausfindig gemacht. Hier in Argentinien, in einem Vorort von Buenos Aires, in der Nordzone, wie ich am Anfang also mich unterhalten habe, also mit Herr Speiseder und Herr Grau. Es ist ja so ein Antiquitätsladen gewesen, jetzt existiert nicht mehr. Und es hatte sich herumgesprochen, also der Mann also handelte also mit gestohlener Kunst,
aus Orient. Und da kam die Polizei und hinter einer Tür, das war eine riesige Bibliothek, also so wirklich so ein Geheimtür. Also die machten diese Geheimtür auf und fanden ein Schatz. Aber nicht aus Orient. Ne? Also wahrscheinlich, das sind Gegenstände, die Mengele und oder Eichmann gehört hatten. Das sind die Gegenstände. Ja, wir haben also hier links, das ist eine Büste, unter anderem, das ist ja so auch diese Mal Katze, das war da so ein Ries, ein Adler. Und warum also, ich vermute, dass das wäre also gut also von Mengele gewesen. Schauen Sie sich bitte an, also hier, das ist ja ein Kopfmessgerät. Hier. Und so wie ich gelesen habe, gab es sogar eine Lupe, die könnte also gut auch gehören, Hitler selbst. Wofür ist ja mal dieser Schlüssel? Keine Ahnung. Ja? Also diese Gegenstände sind ja also an das Holocaust-Museum in Buenos Aires weitergegeben. Jetzt haben wir die letzte Folie. Warum kam ich also auf Niccolò Machiavelli, ein italienischer Philosoph? Der war brillant, unheimlich begabt. Er schrieb also mal wirklich hochinteressante, super Texte, aber irgendwie ohne viel, sagen wir, Moral, nicht wahr? Und er schrieb also auch etwas, das unter dem Namen die dunkle Triade. Deswegen habe ich mir die Frage gestellt, Peroni Vita und die Nazis, die dunkle Triade. Und also ein berühmter Satz von Niccolò Machiavelli ist, der Zweck heiligt die Mittel. Und Peron wollte tatsächlich aus Argentinien was Großes machen, hat er nicht also auf, sagen wir, Hintergründe geachtet. Der hatte sich bedient, also von dieser Kriegsbeute, und das hatte er schon alles für sich wahrgenommen. Sehr geehrte und verehrte, also Veranstalter, Teilnehmer, Freunde, ich habe fertig, also mit der Beschreibung, also der PowerPoint-Präsentation. Ich hoffe, Sie haben Fragen. Vielen herzlichen Dank, Erika Rosenberg, für diesen wunderbaren Vortrag. Ganz viele Fragen haben sich tatsächlich schon im Laufe des Vortrags gestellt. Die würde ich sehr gerne als erstes mal aufrufen. Liebe Teilnehmende, wenn Sie jetzt noch weitere Fragen haben und gerne noch ins Gespräch kommen wollen mit Erika Rosenberg, sehr gerne. Sie haben ja auch die Möglichkeit, in den Chat reinzuschreiben, Wortmeldung. Dann können Sie Ihre Frage auch selbst an Erika Rosenberg richten. Ansonsten auch gerne in den Chat reinschreiben. Die erste Frage hat sich gleich am Anfang gestellt. Und darf zwar, ich mich kurz einmischen? Ja. Ich werde jetzt die Aufzeichnung stoppen, dass die Fragen dann nicht aufgezeichnet werden. Genau. Und zur Verabschiedung schalte ich dann die Aufzeichnung wieder ein. Wunderbar, vielen Dank. Genau, die erste. Und wir haben noch eine Veranstaltung nächste Woche vor uns liegen, wo wir Evita Perón und Juan Perón noch begleiten und gucken, wie der Weg weitergeht, auch in die dritte Amtszeit hinein.
Genau. Vielen herzlichen Dank von meiner Seite erstmal an Erika Rosenberg für diesen sehr spannenden Abend und die tollen Einblicke in die Zeit Argentiniens. Und vielen lieben Dank an Sie, liebe Teilnehmende, dass Sie dabei waren, dass Sie sich so aktiv beteiligt haben, Ihre Fragen gestellt haben. Das ist wirklich wunderbar. Ich freue mich auf nächste Woche, wenn wir uns am Dienstag wiedersehen.